Ich würde zuallererst verbindliche und konkrete Klimaziele und Emissionsgrenzen vereinbaren. 100% Erneuerbare und eine klimaneutrale Wirtschaft bis 2035. Kohleausstieg bis 2030 und die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke sofort abschalten. Das muss da drin stehen. Zweitens würde ich sämtliche Industrierabatte für besonders klimaschädliche Branchen abschaffen. Und drittens ein Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen. Ich mag Schmetterlinge besonders gern. Vor allem den Schwalbenschwanz, den ich früher öfter in meinem Garten gesehen habe. Ich kann an meinem Garten selber sehen, wie die Artenvielfalt abnimmt, selbst bei den sonst so häufigen Tagfaltern. Nur noch ein Drittel aller Tagfalter ist im Prinzip völlig ungefährdet. Selbst der kleine Eisvogel und der große Fuchs stehen inzwischen schon auf der Vorwarnliste drauf. Wir wollen deshalb mehr ökologische Landwirtschaft, weniger industrielle Landwirtschaft. Wir wollen das Klima und die Umwelt schützen, damit auch Schmetterlinge bei uns eine Zukunft haben. Ich bin Brandenburgerin und in Brandenburg findet die größte Landschaftszerstörung im Braunkohleabbaugebiet in der Lausitz statt. Dort soll ein riesengroßer See in einem Abraumloch entstehen, auf dessen Boden ich selber einmal langgelaufen bin. Ich habe auch die vom Eisenoxid rot gefärbten Flüsse gesehen, die jetzt woanders die Umwelt schädigen. Solche riesigen Braunkohleabbaugebiete zu renaturieren, ist eine riesengroße Aufgabe, die Jahrzehnte dauert. Man könnte vielleicht Hanf auch dort anbauen, eine zu 100% nutzbare Pflanze, die sich gut gegen Unkraut durchsetzt und sehr robust ist. Ein Win-Win.